So, einen wunderschönen bei mir guten Morgen aus meinem oder von meinem morgendlichen Spaziergang. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das mich in der Tat immer wieder sehr, sehr berührt. Denn ich habe ja mit vielen Menschen zu tun, die letztendlich sich vornehmen, Dinge zu erreichen, von A nach B zu kommen, Coach, Trainer, Berater werden beispielsweise. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, warum es bei vielen Menschen tatsächlich so langsam vorangeht, ja? Warum geht es so langsam voran? Das ist das Thema des heutigen Tages und wir werden das mal von verschiedenen Seiten beleuchten. Herzlich willkommen. Wenn du wissen willst, wie du dir durch persönliche Transformation und einem Premium-Coaching-Business ein erfolgreiches und erfülltes Leben in Freiheit und Wohlstand kreierst, und zwar ohne Ängste und Zweifel, dann bist du hier richtig. Wir, Lilian und Christian, durften in der Vergangenheit über 3.500 Klienten und über 11.000 Seminarteilnehmern zeigen, wie man durch Klarheit, innere Stärke, Vertrauen und den richtigen Strategien für das Privatleben und das Business sein Leben auf das Level seiner Träume bringen kann. Schön, dass du heute hier bist. Ja, warum geht's so langsam voran? Und es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele Gründe dafür, warum und weswegen es bei dem einen oder anderen Menschen nicht so schnell vorwärts geht. Das ist ganz klar. Und da ist ja auch schon, ich sag mal, das Thema begraben oder die Krux an der ganzen Geschichte, weil eben halt jeder für sich persönlich glaubt, er hat ganz, ganz viele Gründe, warum das so ist. Das heißt, an der Stelle ganz individuell betrachtet, findet jeder sehr, sehr viele Gründe dafür, warum es bei ihm persönlich jetzt gerade nicht so richtig in die Richtung geht, die man sich vorgenommen hat. Okay, gucken wir uns das etwas tiefer an. Was genau hast du dir denn vorgenommen, wenn du jetzt derjenige wärst? Also was ist es genau, was du erreichen möchtest? Was ist es zum Beispiel, was du in deiner Beziehung erreichen möchtest? Also was ist das, ja, wie soll man sagen, das Endziel, zumindest in deiner Vorstellung, ja? Was ist das, wo du dich mit wohlfühlst? Also wie würde deine Beziehung zum Beispiel eine Beziehung sein, wo du sagst, boah, das erfüllt mich jetzt wirklich. Ich fühle mich irgendwie fast wie jeden Tag neu frisch verliebt und habe jeden Tag die Lust, die Leidenschaft mit dem anderen zu sein und zu teilen und vielleicht auch den sexuellen Reiz, mit dem anderen zusammen sein zu wollen. Ja, also was ist es, was müsste da so alles irgendwie für dich passend und stimmig sein? Genau das Gleiche im beruflichen Bereich, in deinem Business. Was genau müsste denn jeden Tag passieren, dass du wirklich sagst, Mensch, ja, ich lebe so meine Berufung. Ich lebe wirklich, ich mache das, was ich machen will. Ich habe richtig Lust, morgens aufzustehen und zwar jeden Tag, weil es so viele schöne Herausforderungen gibt und so viele tolle Sachen, die ich machen darf in diesem Beruf und dass ich so viel zu geben habe, ja, dass ich richtig aufblühe da drin. Ja, was ist das ganz genau? Und ich persönlich bin davon überzeugt, auch natürlich aufgrund der Erfahrung der vielen, vielen Jahre Arbeit mit Menschen, dass das tatsächlich das Allerwichtigste ist. Und witzigerweise, fast jeder Mensch sagt mir, ja, weiß ich. Und wenn ich dann tief hinterfrage in der Arbeit und womöglich sage, fass das mal schriftlich zusammen und nimm mich mal mit in dein Lebensparadies, dann gibt's doch ganz viele Zweifel und dann weiß man doch plötzlich nicht mehr so richtig und dann ist das nicht so kraftvoll. Ja, und das ist genau das Problem. Wenn das, was du willst, nicht kraftvoll ist, dann kann es dich auch nicht ziehen. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn das, was du willst, nicht kraftvoll ist, dann kann es dich nicht ziehen. Es kann dich nicht anziehen. Und
Es hat auch keine Anziehungskraft. Das heißt, es zieht auch nichts anderes an, was dazu gehört, dass es noch besser wird. Ja, oder so bleibt. Also nichts bleibt. Von daher, dass der Wandel angenehm ist. Ja. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass das herausfinden, was wir wirklich, wirklich wollen. Und zwar so, dass es nicht gegen irgendwelche anderen Glaubenssätze verstößt, dass das wirklich im Vordergrund steht. Was meine ich mit nicht gegen andere verstößt? Naja, wenn du zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen bist, wo das Thema Geld immer so eine Geschichte ist oder war, ja, da spricht man nicht drüber, Geld verdirbt den Charakter, Geld ist nicht so gut, Geld soll man nicht annehmen, man macht sich fast strafbar, ja. Gestern habe ich mit einer ganz lieben Frau gesprochen, die eine Empfehlungsprovision von uns bekommt, wo ich mich freue. Ja, ich freue mich, mich zu bedanken damit. Ich freue mich damit, auch einen Ausgleich zu geben. Also von meiner Seite ist das total voller Freude. Und es ging aber um eine Empfehlung aus dem Kreis aus ihrem ganz engen Kreis. Das heißt, sie bekommt Geld dafür, dass sie jemand aus dem engsten Kreis begeistert hat dafür, dass derjenige eben halt jetzt nun mit uns auch arbeiten möchte. Und ich habe gespürt, wie unfassbar schwer, es war fast wie ein Verrat für sie, ja, wie die eigene Verwandtschaft verkaufen, wie schwer es ist, dafür etwas zu nehmen. Und das ist ja in ganz vielen Menschen eingelagert, so etwas. So, und wenn du jetzt natürlich auf der anderen Seite zum Beispiel mit mir eine Arbeit machst in Sachen Klarheit, Ziele, Fokus, was will ich wirklich, 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 und du bläst dieses Ziel richtig auf, du möchtest, keine Ahnung, fünfstellig verdienen im Monat und nicht nur eine Eins da vorne, du möchtest eine schöne Wohnung haben, du möchtest reisen können, du möchtest Freiheit genießen, du möchtest ein Wohlstandsleben führen, mit viel Raum und Zeit für dich, so dass auch der innere Wohlstand kultiviert werden kann. Ja, super. Und wenn du das alles so richtig stark machst, auf der anderen Seite in dir so ein Magnet in eine ganz andere Richtung hast, also eine Blockade in eine ganz andere Richtung hast, dann kann das nicht frei fließen. Das ist schier unmöglich. Ja, das heißt, man muss sich immer auseinandersetzen, genau mit den Dingen, die da kommen und die da auch nicht locker lassen. Also die müssen umgewandelt werden, sonst wirst du dieses Geld nicht verdienen. Du wirst nicht erfolgreich. Ich habe jahrzehntelang, ja gut, ich habe gut verdient, aber es war nicht das, wofür ich angetreten bin. Ja, jahrzehntelang bin ich nicht vorwärts gekommen durch die Verwicklung mit meinem Vater, dass etwas in mir, wohlgemerkt, das Gefühl hatte, ich verrate meinen Vater, wenn ich zu wohlständig werde, also wenn ich zu viel verdiene. Ja, weil sein Leben war echt Hölle und Kampf und Mangel und alles Mögliche. Und interessanterweise, der richtige Durchbruch in meinem Leben kam mit dem Abschied von ihm, mit dem Weggehen von ihm, diese Weggehensphase sozusagen von ihm, seine Todesphase sozusagen, war beseelt davon, dass ich seinen Segen bekommen habe. Und es ist schon verrückt und es hat nichts und das geht nicht über Mindsets. Das läuft auch ganz tiefen inneren Ebenen unseres, ja, spirituellen Wesens, unseres Energiewesens, solche Dinge. Und die haben sehr viel mit Ehre, mit Segen, mit Annahme, mit Integration und genau mit den Dingen eben halt die Heilung verursachen zu tun. Und wenn man da nicht hinschaut und da mit irgendwelchen Mindset-Theorien, wie man sie heute relativ billig an jeder Coaching-Ecke bekommt, rangeht, dann wird sich überhaupt gar nichts verändern. Kein Millimeter wird es weitergehen. Und das ist immer etwas, was ich immer wieder betone, immer wieder sage. Schau viel, viel tiefer, als du glaubst. Schau dahin, wo du nicht hinschauen willst. Und mach aus deinem Hinschauen kein Mainstream-Modell, sondern such dir Unterstützung. Menschen, die dich spiegeln und die nicht bereit sind, dir deinen Mist abzukaufen, den du jeden Tag verkaufst. Ja, weil wir sind randvoll mit Vermeidungsstrategien, dahin zu gehen,
wo die wirkliche Krux ist. So, und wenn ich das aber nicht tue und das in mir lebt, dann läuft auf einer ganz filigranen Ebene, ganz tief im Unterbewusstsein, ständig das Modell, dass etwas dazwischen kommt oder dass etwas nicht funktioniert, dass etwas nicht geht. Und schon erreiche ich nicht das, was ich gerne möchte. Obwohl ich doch glaube, dass ich das so möchte und so genau weiß, was ich will. Also es ist nicht so einfach zu beantworten, so nach dem Motto, hey, du machst was falsch. Deswegen erreichst du nicht, was du erreichen möchtest. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht überhaupt nicht darum, dass du was falsch machst. Es geht darum, dass du etwas in dir hast, was verhindert, dass du erfolgreich bist. Das verhindert, dass du nicht dahin kommst, wo du hin möchtest. Ja. Und das ist in allen Lebensbereichen so. Aber der erste Schlüssel, den du, also das erste, wie soll man sagen, das erste, was du tun sollst und musst, ist dir zumindestens mal auf der bewussten Ebene, ja, klar machen, was ist es, was ich wirklich, wirklich will? Und wie sieht das aus? Und wie fühlt sich das ganz lebendig an? So dass du zumindest auf dieser bewussten Ebene, die dir möglich ist, also ich erinnere hier nochmal an der Stelle an das Eisbergmodell, wir haben 5-10%, die uns irgendwo bewusst sind, 90-95% sind völlig unbewusst, da haben wir keinen direkten Zugriff drauf, da können wir dran arbeiten, Stichwort Embodiment, über Körperarbeit, ja, aber nicht mit dem Mentalkörper, also sprich mit dem Verstand. Und die Besonderheit unserer Arbeit ist ja immer wieder die, ich kann es gar nicht oft genug betonen, dass wir deshalb in diesen Bereichen so erfolgreich sind, weil wir auf allen 5 Ebenen arbeiten. Und wenn du dich eben halt nur auf der mentalen Mindset-Ebene bewegst, dann musst du nicht erwarten, dass du solche Sachen lösen kannst. Ist schier unmöglich. Ja. Alright. Aber du kannst natürlich auf der mentalen Ebene diese Ziele entwickeln, kreieren. Du kannst sie dir vorstellen. Du kannst sie, diese Energie, die dadurch entsteht in dir, nennen wir es Begeisterung, wie auch immer, kannst du hineinfließen lassen. Es geschieht automatisch in die Energieebene und dann in deinen Emotionalkörper, so dass du dich dabei auch richtig cool fühlst und dass es gut ist und ja, dass es dir gut damit geht. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass du das tust. Ja. Um einfach die Dinge an Voraussetzungen zu schaffen, die du rein bewusst schaffen kannst. Weil die anderen Sachen kannst du nicht so einfach beeinflussen, kannst du auch nicht so einfach bewusst erschaffen. Ja. Von daher, das ist es, was du tun kannst. Guten Morgen. Und mehr aber auch erst einmal nicht. Aber das muss gut getan werden. Es ist extrem wichtig, dass das gut getan wird, weil du sonst diese Ressource halt komplett hier dreht. Mal wieder. Oh je, ich bin froh, dass ich nicht so einen habe. Gut, aber mein Leon regelt das schon mit dem großen Bogen, großen staunenden Augen und dem großen Bogen drumherum. Aber gut, die Hunde können da nichts für. Ist nur ein Spiegel des Menschen. Ja, also das ist der Job. Und diesen Job, ganz ehrlich, machen viele richtig schlecht. So, und das ist die ganz klare Geschichte, die ich immer wieder erkenne. Die machen viele super schlecht. Sie fallen permanent auf sich rein. Sie durchschauen nicht, dass da Muster sind, die sie abbringen wollen. Sie sind nicht bereit, diese Kurskorrektur zu machen, die ständig gemacht werden muss, um in die richtige Richtung zu gehen. Du bist nicht Opfer deiner Blockaden oder deiner Muster. Du kannst sehr viel tun, wenn du dir bewusst machst, hey, hier bringt mich gerade etwas schon wieder ab von dem, was ich eigentlich will. Hier sind schon wieder Gedanken unterwegs, die mich komplett von meinem Ziel abbringen. Oder hey, die letzte halbe Stunde habe ich hier schon wieder Aufschieberitis par excellence gemacht. Und jetzt setze ich mich hin und jetzt trainiere ich, wie es funktioniert. Jetzt trainiere ich Disziplin.
Ja, hier bin ich jetzt beharrlich, hier bin ich jetzt hartnäckig, hier bleibe ich jetzt am Ball, hier gehe ich nicht von meinem Ziel weg, hier gehe ich nicht von der Umsetzungsstrategie weg, hier bleibe ich komplett, und jetzt kommt das Master Keyword, das Schlüsselwort, hier bleibe ich komplett fokussiert. Und ich möchte mal behaupten, da ich jetzt weit über 30 Jahre mit Menschen arbeite und nicht nur als Coach, sondern auch im Vertrieb, also immer nah dran war als Trainer oder Führungskraft an Menschen. Und ich bin nicht bereit zu sagen, sie können nicht anders. Ich bin bereit zu sagen, viele reißen sich einfach nicht zusammen. Sie strengen sich nicht in der Form an, wie es sein müsste. Sie sind nicht bereit, für sich einzustehen. Sie sind nicht bereit, über ihre Traumata, über ihre Blockaden, über ihre Muster hinauszugehen. Sie sind nicht bereit, sich die Hilfe zu suchen, die es braucht, um das zu schaffen. Sie stehen einfach nicht hinter ihren Zielen. Sie verraten ihre Ziele. Sie geben auf. Und ganz ehrlich, der eine oder andere wird mich hassen für das, was ich jetzt sage. Sie kriegen das, was sie vom Leben erwarten, nämlich nichts. Und das ist kein Schicksal. Das ist Eigenverantwortung. Und diese Eigenverantwortung kann man lernen. Die zu übernehmen ist ein Genuss. Weil es ist einfach großartig, wenn man am Ball bleibt. Wenn man beharrlich am Ball bleibt. Wenn ich heute gefragt werde, hey Christian, wie ist es eigentlich möglich? Ja, wie ist es möglich, dass du deinen Umsatz und deine Einkünfte mal fast irgendwie, jetzt müsste ich rechnen, naja, mindestens versechsfacht hast in dem letzten Jahr. Und ja, wie ist das möglich? Ganz einfach, weil es ist das, was ich immer wollte. Ganz einfach. Und die ganzen Jahre davor, trotz einem guten Verdienst, bin ich nicht da gewesen, wo ich hin wollte. Und das habe ich auch so kommuniziert. Und ich war auch genauso unzufrieden damit. Und ich habe immer so einen Spruch drauf. Ich sage immer, dafür bin ich nicht angetreten. Und damit meine ich, dass ich irgendwo fixiert habe, wofür ich angetreten bin. Damit meine ich morgen. Damit meine ich, dass ich mir vorher klar geworden bin darüber, was genau ich will und auch bereit bin, den Preis dafür zu zahlen. Und das ist doch mal unter uns der Grund, warum Menschen nicht erreichen, was sie wollen, weil sie nicht bereit sind, den Preis dafür zu zahlen. Sie sind einfach nicht bereit, den Preis zu zahlen. Ja? Sie wollen einfach, naja, dann dieses Wochenende doch wieder mit der Familie verbringen und in dem Abend gehe ich jetzt doch lieber zu meinem Sport. Und also Wochenende muss man ja auch mal Ruhe haben. Und nächstes Wochenende möchte ich mich mit den Freunden treffen. Und naja, ich habe ja auch noch einen Hauptjob, deswegen kann ich natürlich auch nicht nebenberuflich das erreichen, was ich eigentlich erreichen will. Ich will zwar mal das anders, aber irgendwie fehlt mir die Zeit. Und also ein Bullshit. Warum Bullshit? Weil du kannst ganze Bücher darüber schreiben. So, jetzt musste ich mal kurz einen Break machen. Zwei englische Frauen am Morgen hier mit Kinderwagen. Ich musste denen mal einen Weg erklären. Okay, ja, also es ist wirklich wichtig, dass du für dich viel klarer, also wenn du da betroffen bist, mit betroffen meine ich, irgendwie vielleicht schon länger was nicht erreichst, was du eigentlich willst, musst du dir viel deutlicher klar werden, was du willst und welchen Preis du zu zahlen hast. Und dass es halt nicht mehr so funktioniert, wie du es bisher gemacht hast. Es ist einfach nicht möglich. Du musst was anders machen. Ja. Und da gibt's kein Wenn und Aber und Gelaber und Ausreden und dies und das, sondern es braucht eine Umerziehung. Und es braucht so etwas wie einen Wochenstundenplan, in dem ganz klar fixiert wird, was sind genau die Fenster. Und da wird bitte eine 7-Tage-Woche draus. Was sind die Fenster, wo ich genau daran arbeite, was ich verändern will in meinem Leben? Ja, das kann Beziehungsthemen sein. Ja, gibt's genug Tools. Das kann für dein Business sein oder für andere Dinge. Oder du möchtest in deinem Hobby irgendwas Besonderes erreichen, Marathon laufen oder. Und wenn man Marathon laufen will, dann weiß man, braucht man nicht antreten, wenn man nicht trainiert hat vorher.
Und ich finde es immer fast lächerlich, wie viele Menschen antreten. Ich habe das früher auch schon sehr viel erlebt, auch im Marketing, immer wieder im Network-Marketing, wie viele Leute Woche für Woche antreten zu einem neuen Meeting, so als wenn das irgendwie so ein Unterhaltungsabend wäre, aber die ganze Woche überhaupt nichts gemacht haben, dass sie auch an diesem Meeting, ich sag mal, eigentlich sowas wie eine Zugangsberechtigung hätten, sondern es ist irgendwie so wie Kino, wie Party. Ja, viele Menschen leben ihr Leben, als wenn das einfach so ein Entertainment-Programm ist irgendwie so. Bisschen Unterhaltung. Ist ja in Ordnung, wenn man das will. Also ich habe da gar nichts gegen, wenn man die Philosophie hat, aber dann braucht man nicht auf der anderen Seite antreten und sagen, hey, ich habe ein Ziel, ich will das und das erreichen. Also wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich möchte Coach werden und ich möchte als Coach 10.000 Euro im Monat verdienen, dann nehme ich den ernst. Wenn ich manchmal hingucke, dann habe ich das Gefühl, bin ich eigentlich der Einzige, der den ernst nimmt, oder nimmt er sich selber auch ein bisschen ernst? Und das ganz ehrlich, Mann, das sollte man vor dem Spiegel mal mit sich klarkriegen, worum es einem im Leben geht, ja. Und alle Menschen auf diesem Erdball, alle Menschen, die jemals irgendwelche großen Dinge erreicht haben, also nicht die, die reich geerbt haben, sondern die wirklich das aufgebaut haben, die haben das aufgebaut. Also die haben sich angestrengt. Sorry, also die haben dafür richtig gearbeitet. Und das Verrückte ist ja, dass viele Menschen, die ich kenne, auch trotzdem richtig arbeiten. Die arbeiten richtig viel, richtig hart, für wenig Geld, für ein Appel und ein Ei, verheizen ihr Leben, für ihre Zeit und wissen genau, dass es nicht das ist, was sie wollen. Aber du musst in diesem Moment einfach die Entscheidung treffen und sagen, was will ich jetzt? Ja? Und es ist doch klar, wenn man die Sicherheit behalten möchte, ja, dass man zumindest sein gewisses Einkommen hat und für diese Sicherheit einen Haufen Zeit verbrät, ja, dann muss ich trotz alledem die übrig bleibende Zeit dafür nutzen, um mir meinen Wunschtraum aufzubauen. Ich kann doch nicht sagen, oh, jammer, die Sicherheit, die nimmt mir so viel Zeit, also mein Job, den ich nicht machen will, damit ich ein bisschen Geld verdiene und meine Rechnung zahlen kann, nimmt mir so viel Zeit, dass ich dann das andere nicht mehr kann. Und ich möchte ja auch ein bisschen Freiheit und ich möchte ja auch ein bisschen meine Freunde und ich möchte ja auch ein bisschen mein Hobby und ich möchte ja auch abends ein bisschen Fernsehen gucken und ich brauche ja auch meinen Schlaf. Und ach du meine Güte, was nicht alles noch? Ja, kannst du alles machen, ist alles okay. Ich habe überhaupt gar kein Thema damit. Jeder Mensch kann so leben, wie er möchte. Wenn er dann auch so lebt, wie er möchte. Ich spreche von denen, die eben halt nicht so leben, wie sie möchten. Und dieses Möchten offensichtlich nicht so stark definiert haben, dass sie auch bereit sind, den Preis zu zahlen, den es immer kostet im Leben. Um das zu erreichen. Immer kostet. Und das Verrückte ist ja, dass in uns Menschen viel, viel mehr steckt als das, was wir so, ja, als das, was wir so tun. Wenn man mal schaut, wenn Menschen in Notzeiten sind oder in Kriegszeiten, wenn es ums Überleben geht, dann sind wir plötzlich in der Lage, so viele Dinge zu machen, so viele Dinge zu reißen. Und interessanterweise gerade in Wohlstandsgesellschaften, in Wohlstandsregionen, in Wohlstandszeiten gibt es nur großes Gejammer. Und es sieht fast so aus, als wenn die Menschen irgendwie kaum noch was bewerkstelligen können, sondern irgendwie nur noch satt und faul sich im Wohlstandsleben tummeln. Ja, das darf man auch. Alles in Ordnung. Nur bitte, bitte, dann schwing doch deine Träume ab, dass du was anderes möchtest. Ja. Ich spreche also hier wirklich immer die ganze Zeit nur die Menschen an, die tatsächlich etwas anderes möchten, etwas anderes wollen, die sich eigentlich entschlossen haben, etwas zu verändern, aber es irgendwie nicht realisieren. Ich bin hier gerade so ein bisschen am Hin- und Her jonglieren. Viel los heute Morgen. Gut, hier gibt es so eine kleine Straße zu unserem Häuschen, die ist wirklich klein, aber die führt zum Friedhof hoch und so feiertagsmäßig ist dann immer Party angesagt da oben. Ja, also ich wünsche mir von ganzem Herzen für dich, für dein Leben, für deine Ziele, für deine Träume, weil ich bin sehr davon überzeugt, dass deine Seele einen Wunsch hat, einen Plan hat, einen Ruf hat. Also für mich kommt der Begriff Berufung
daher, und Beruf sollte Berufung sein, zum Beispiel. Also was, wonach ruft es dich? Ja. Und ich weiß, dass das in dir ist, und ich weiß, du wirst never ever, ich sage mal, wirklich das Gefühl haben, erfüllt oder glücklich zu sein oder etwas geschafft zu haben, etwas, was so aus dir herauskommt, wenn du dem nicht folgst. Ansonsten, du wirst einfach nur so eine funktionierende Marionette bleiben für das System. Und wenn du das möchtest, ist es okay. Also ich habe da Respekt vor. Es sind Entscheidungen. Ja. Aber wenn du wirklich die Entscheidung getroffen hast, etwas anderes zu leben, dann finde die Kraft und die Hilfe und die Unterstützung eventuell auch, ja, dass du das erreichst. Und dann wird das auch kommen. Und zwar ohne Wenn und Aber. In dem Sinne hoffe ich, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte. Wenn du das jetzt hier, ich weiß nicht, ob du es als Podcast oder auch bei YouTube hörst. Bei YouTube würde ich mich riesig freuen, wenn du die Glocke anmachst. Dann kriegst du weitere Fortsetzungen sozusagen, den Abo-Button drückst und einen Daumen hoch machst und einen Kommentar vielleicht reinschreibst, wie es dir gefallen hat, wie du darüber denkst, was du erlebst, was dein Problem ist, dann nehme ich das als Inspiration für weitere Podcasts beispielsweise. Und wenn du es direkt auf dem Podcast-Kanal hörst, würde mich riesig freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt und ja, einfach weiter hier uns treu bleibst, den Kanal abonnierst. Und in dem Sinne, schau nochmal, ob du einen Menschen kennst, dem du mit dem, was ich hier gesagt habe, heute helfen kannst, inspirieren kannst. Und dann schick ihm doch bitte diesen Podcast oder diesen Link. Und dann hast du ihm schon mal ein Stückchen weitergeholfen. Ich finde es wichtig, dass wir uns gegenseitig supporten, dass wir uns gegenseitig helfen und ja, uns auch gute Sachen weiterempfehlen. In dem Sinne, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, dein Interesse, deine Lebenszeit. Und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und Gute. Mögest du die Kraft finden, für deine Ziele zu stehen und auch zu kämpfen. Bye, bye. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei warst. Und wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und dir gefallen hat, dann sei dir bewusst, dass für dich persönlich noch viel mehr möglich ist, als du denkst. Allerdings, wer immer das Gleiche tut, wird auch immer das Gleiche bekommen. Dein Erfolg kommt nicht von allein. In unserem eigenen Leben sind wir oft blinder, als wenn es um andere geht. Darum braucht es oft Anleitung und Unterstützung, um zu erkennen, welche Schritte die nächsten und die besten sind. Dabei können wir dir helfen. Wenn du ernsthaft bereit bist, Zeit und Energie in deine Entwicklung zu investieren, dann besuche dazu jetzt einfach unsere Webseite www.humanessence.de und folge dort deinen Möglichkeiten. Bis bald!